Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Stereotrader Entwickler, aber auch selbstverständlich hauptsächlich Trader. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder für uns die Zeit gefunden hat und natürlich freue ich mich, ja, ein Tick sogar noch mehr, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also ob der Dirk vielleicht heute auch tradet oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, ist ganz wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann lieber Dirk, kriegst jetzt den Bildschirm. Ich wünsche selbstverständlich viel Erfolg und viel Spaß. Wenn irgendwas ist und du dich einsam fühlst, ich bin im Hintergrund. So, ich hoffe mal, das funktioniert. Man hört den Ton, sieht das Bild. Wenn dem so ist, freue ich mich an der Stelle, hallo und herzlich willkommen sagen zu dürfen zum heutigen Live-Trading mit FXFlat und meiner Wenigkeit, präsentiert von dem Nelson von FXFlat, der heute dann auch wieder dabei ist. Freue ich mich natürlich, weil der war ja wieder ganz, ganz lange in Urlaub. Oder vor allen Dingen mal Urlaub. Wieder. Ja, gefühlt bist du ja irgendwie ständig in Urlaub. Von daher, ich bin auf jeden Fall jeden Tag da und du bist irgendwie ständig weg. So, das ist so mein Eindruck. Aber wir sehen uns ja morgen, das kannst du dir morgen dann nochmal genauer erklären, was du die ganze Zeit da treibst. So, wir haben es gerade schon gesehen und auch gehört. Risikohinweis ist nicht nur eine Floskel. Ich wiederhole das und betone das in jedem Live-Trading, egal was ich hier mache. Das ist alles immer irgendwie keine Empfehlung. Was ich sage, ist keine Empfehlung. Bitte nicht einfach nachmachen, ja. Also schon irgendwie mitdenken, weil es kann natürlich auch daneben gehen und tut es zwar glücklicherweise meistens nicht, aber trotzdem, ne, man sollte nicht einfach irgendwie auf den Knopf drücken, nur weil irgendjemand anders auf den Knopf drückt, von dem man denkt, ja, der kann das ja sowieso. Auch ich habe irgendwie schlechte Tage. Ich hoffe, heute ist keiner davon. Ich hoffe, heute wird ein guter. Und wir werden aber sehen, was die ganze Geschichte dann halt werden wird. Ich hätte mal einen Knopf noch mehr zumachen können. Fällt mir gerade auf. Ne? So, jetzt ist das Mikro eh weg. Es ist gerade verrutscht. Das ist total toll. Man, jetzt muss ich tatsächlich kurz auf Pause drücken, sonst mach es nicht schlimmer, als es ist. Ja, noch nicht, aber wenn ich mich jetzt bewege, wird es laut. Moment, ganz kurz. Ganz kurz. So, jetzt sollte es besser sein. Ja, ich würde, ne, so, mit dem Knopf jetzt nicht, aber mit dem Mikro. Doch, komm, muss ja hier mal ein bisschen anständigen Eindruck machen, damit es nicht nachher heißt, hier FXFlat hat nur so komische Typen vor der Kamera, die irgendwie da so rumsitzen. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich wie immer über Feedback. Also ihr dürft sehr gerne was in die Kommentare schreiben, sei es bei YouTube, wo wir live sind, bei GoToWebinar dort im Chat. Ich glaube, wir sind auch übrigens bei Fit for Finanzen, beim Andreas Bernstein live. Da sage ich auch mal Hallo in die Runde. Nochmal separat und bedanke mich dafür, dass es übertragen wird. Also auf jeden Fall sehr, sehr gerne immer her mit Input, damit das hier nicht so langweilig wird, weil sonst ja, sitze ich immer nur so hier und blubber da so vor mich hin und erzähle einen und fühle mich dann so alleine. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein, aber es ist halt einfach immer schöner, wenn man halt ja, so ein bisschen Feedback halt bekommt und was so die Marktrichtung angeht. Da können wir hier irgendwie gleich mal rumfragen, so wie seht ihr die ganze Geschichte? Wir reden von dem DAX jetzt heute Morgen zuerst mal. Geht er rauf oder geht er runter? Seid ihr long oder seid ihr short? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Da würde ich mich freuen. So, ich gehe mal rüber auf das Hauptbild. Gucken wir uns den Markt mal zusammen an. So, zuerst runter, dann rauf. Der erste Input hier. Also, lasst mal verlauten und dann gucken wir mal, was ich auf dem Schirm habe, wie ich das Ganze sehe. Was ist denn heute hier los? Kein Kommentar über dein Hemd, deine Frisur. Irgendwas ist anders hier. Drei Wettertaft, Frisur sitzt perfekt, Hemd ist gebügelt, naja, fast. Kann ich nicht viel sagen. Nein. Also mit dem Ton von dir, ich fürchte, man hört den bei YouTube leider wieder nicht. Ich, keine Ahnung, ich habe es gestern Abend getestet, da ging irgendwie alles und jetzt ist es nicht. Mach dich einfach mal lauter.
damit wenigstens man nicht den Eindruck hat, ich rede hier mit einem Geist, den man nicht hört. Dann sage ich mal einen guten Morgen an YouTube und natürlich auch an Twitch und vielen Dank an Andreas. Ja, ist leider nicht, also nur so ganz leise der Ton drauf. Also, das tut mir sehr leid. Ich habe es versucht hinzukriegen, aber irgendwie will das nicht. So, okay, ist aber, da müssen wir jetzt mit leben. Es ist sehr traurig, dass man den Nelson nicht hört, aber so ist es eben. So, also, hier ist immer ein bisschen gefaselt am Anfang, ich weiß, ne, aber wir haben ja noch irgendwie 10 Minuten Zeit. Von daher können wir noch ein bisschen Quatsch machen hier und uns ein bisschen austauschen. Und bevor es ja dann irgendwie gleich um 9 Uhr losgeht. Also, ich gucke mal drüber. Bin gerade long mit kleiner Position, SL ganz leicht im Plus, sagt der Martin. Dann der Jorge sagt long. Dann war schon long. Ja gut, war ich auch schon. Das hilft ja nichts. Long-Einstiege, long, long, long. Ja genau, zuerst runter, dann rauf. Also das ist das bei dem, bei YouTube reingekommen. Jetzt gucken wir bei GoToWebinar. Tendenziell bis knapp 15.900 und dann zurück. Fragezeichen. Eher long, aber erstmal short. Okay. Long, also schon irgendwie long. Was sagt denn das Sentiment bei Euwax? Das würde ich ja hier einblenden, aber ich glaube, das darf ich irgendwie gar nicht. So, was? Hier, komischen Typen. Ja, genau. So. Ich ziehe mich ja auch gerne irgendwie mal selber durch den Kakao, von daher muss das ja gar keiner machen, hat der Martin auch gerade festgestellt. Also schon irgendwie long bis verhalten. Manche sind irgendwie short, so ein bisschen kleiner. Also der Harald ist der einzige Shorty hier, so wie ich das sehe. Ja, also die, genau, also Tendenz zusammengefasst scheint long zu sein. Ich hoffe nur, wir spiegeln jetzt hier nicht das Sentiment wider, dann wird es schwierig mit Long. Das könnte dann natürlich sein. Ne? Sentiment minus 15, ach, das ist gut. Das heißt, die Masse, zumindest also jetzt was, wenn das Euwax-Sentiment ist, derer, die halt hier mit Optionsscheinen agieren, was wir natürlich nicht machen, ist also short. Von daher ist das erstmal gut für uns. Also negatives Sentiment bedeutet immer, man hat irgendwie so ein bisschen, also das heißt immer, ja, also. Da wir jetzt hier oben an der Grenze stehen, wenn man das hier im H1 mal anguckt und da sind jetzt schon viele wieder auf dem Short-Trip, so nach dem Motto, muss runter. Aber ich gucke mir das Ganze im Daily an und da spricht der Markt so ein bisschen andere Sprache, finde ich, irgendwie gerade. Und ich gehe mal hier kurz drauf ein. Auch wenn ich ja jeden Tag jetzt mittlerweile bei YouTube im Blog, also Videoblog halt erkläre, was der Markt, warum, weshalb, wieso wahrscheinlich macht, reiße ich das hier trotzdem noch mal kurz an. Also wir sehen halt hier unten einfach hier im DAX linke Seite, ne? Also hier unten grüne Zone. Wenn man den mal ein bisschen zusammenrafft, den Chart, dann sieht man das, dass hier unten schon öfter Support gewesen ist und wir haben hier ein höheres Hoch und sitzen unten auf der grünen Zone. Das heißt, rein von der Trendmechanik her ist diese Geschichte hier seitwärts mit einer Tendenz zu long und da waren wir jetzt irgendwie gerade unten. Ich hätte am Freitag irgendwie auch noch gedacht, so, als dieses Ding da runterkam, Donnerstag, das hält da unten wahrscheinlich nicht, wenn er das erstmal angeht. Er hat es aber einfach vermieden, das anzugehen und ist halt zurückgezogen. Und wir stehen jetzt schon quasi über der Eröffnung, beziehungsweise schlossen gestern über der Eröffnung vom Donnerstag dieses lange schwarze, beziehungsweise rote Ding da runter und stützen uns hier ab. Das heißt, das hier ist schon irgendwie gerade, hat schon eine Long-Tendenz auf jeden Fall. Ja. So, inwiefern sie sich dann durchsetzt, das steht auf dem anderen Blatt. Was mir natürlich auffällt, ist halt die Geschichte hier. Also wir haben halt hier oben diverse Widerstände gehabt. Also das hier, wie gesagt, daily. Wir haben hier diverse Widerstände gehabt. Den hat er gestern gekauft und da setzt er jetzt erstmal drauf auf. Da würde ich auch tatsächlich gerne nochmal hin, jetzt zur Kassaeröffnung. Und weil das ist halt eine Wirkungsumkehr. Ja, also zumindest mal einer, die das Potenzial hat, eine zu werden. Jetzt hat er gestern nicht so hoch geschlossen, aber generell hat schon mal drüber geschlossen. Das heißt, auch hier, weil das Ding gekauft wurde, weil dieser Widerstand gekauft wurde, sollte der Markt eigentlich auch jetzt irgendwie passenderweise reagieren, außer das hier war ein Fake. Das wird man dann aber halt relativ schnell sehen. Aber ansonsten wäre jetzt genau das, was er jetzt schon hier angefangen hat, auch die logische Bewegung, nämlich halt hier abstützen und dann darauf. Und dann würden wir bei der 16.000 auch nochmal stehen. Das ist auch so das, was ich heute für möglich halte, dass wir zumindest mal dahin laufen. Was dann passiert, das weiß man nicht, ne? Das wird man halt sehen.
Aber generell sieht man hier auch, wenn man, also ich mache das immer mit verrückterweise mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten. Hier ist der 20er und hier ist einfach ein kleinerer. Und das so, dass man halt so ein bisschen die Tendenz halt erkennen kann. Und vor allen Dingen der SMA 20 ist für mich immer schon so ein bisschen, ich handle den mittlerweile ganz gerne tatsächlich. Also beziehungsweise, das heißt, handle den. Ich gleiche den ab mit dem, was ich im Bild habe. Und so habe ich ja auch am Donnerstag gesagt, ja, wir sollten da oben in diese Zone laufen, also hier 15.900, den SMA 20 von unten, ja, erstmal gucken. So, den Short habe ich tatsächlich gar nicht angesagt, nur den Long bis hierhin. Aber da sieht man halt wieder, ne, SMA 20 kommt von unten, das Ding reagiert nach unten und fertig. Und insofern betrachte ich den da halt schon ganz gerne. Auf der rechten Seite der Dow. Dort sieht man halt auch, ne, der hat sich auch hier super sauber bei der 34.018 beziehungsweise ein paar Punkte drüber abgestützt. Da wollte ich auch hin, genau an die 34.018 eigentlich. Hätte aber dann auch, hat auch so ein bisschen meine Zweifel, dass das dann noch hält, aber es hat gehalten und der Bereich hier unten wirklich extrem gut und zieht halt hier nochmal in diese blaue Zone, die eigentlich ursprünglich ein Support war und die auch hier, wie man sieht, sehr hart umkämpft gewesen ist. Warum spreche ich das an? Weil wir natürlich ganz klar eine Kollateralschaden, nein, eine Korrelation zwischen dem DAX und dem Dow haben, die momentan halt recht gut im Lot ist. Also das heißt, die laufen schon einigermaßen gleich. Und das heißt, der Dow, weil er sich halt eben auch abstützt, der könnte, dem fehlt halt hier tatsächlich in dieser Bewegung, weil dieser Support ein bisschen zu massiv verkauft wurde, auch die 34.800 und damit eben auch der SMA 20 da oben. Und deswegen spreche ich es an, weil der könnte da eigentlich auch mal hinlaufen. Und das, wenn der das jetzt heute angeht, ist es noch ein Grund mehr, warum der DAX hier auch die 16.000 schaffen könnte. Also so sehe ich das halt, ja. Eine Kolor ja, eine Koloration. Schreibt hier in YouTube. Ja, wir sollten mal ein paar neue Begriffe erfinden. So, das heißt, das spielt für mich halt auf jeden Fall beides zusammen da halt rein. Und das heißt, die könnten sich so ein bisschen gegenseitig befeuern. Jetzt muss man halt nur aufpassen, dass halt irgendwie der DAX jetzt nicht irgendwie hier ins Schleudern gerät, weil der Dow hat nämlich gestern hier auch noch ein Gap offen. Ja, das ist das, das habe ich auch in meinem Stream letzte Nacht gesagt, beziehungsweise gestern Abend. Das gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Ja, das heißt, den muss man ein bisschen im Auge behalten. Wir haben ja heute irgendwie ein paar News, also jetzt nichts Weltbewegendes, aber kann ja auch trotzdem schon mal reichen, wenn irgendwie das Volumen ausgeht, dass der Markt da mal kurz Luft holt. Das ist jetzt heute Morgen aber nicht der Fall. Ich wüsste nicht, dass wir jetzt irgendwelche nennenswerte News haben um diese Zeit. Und von daher ignorieren wir das jetzt erstmal und konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf den DAX und gucken mal, wie der umgeht mit der entsprechenden Marke. So, wir haben noch ein paar Sekunden. Gehen wir direkt mal auf den H1 hier drauf. Das heißt also hier, das war der Widerstand im H1. Das war die 800, nee, hier oben ist 822. Da fehlt auch ein Aufsetzer, ein ganz kleiner eigentlich, wo er sich durchaus mal versuchen könnte. So, da gehe ich mal rüber auf den Chart, auf den Handelschart hier an der Stelle. Das heißt, 822 wäre meine Marke. Und mal gucken, ob wir die hier eingefangen kriegen. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. Das heißt, ich würde hier tatsächlich sofort versuchen, mit einem Long da irgendwie reinzugehen. Wie gesagt, bitte nicht nachmachen, ja. Weil der Markt kann auch irgendwie was ganz anderes machen und dann muss ich gucken, wie ich damit halt zurechtkomme, beziehungsweise ich habe ja dann auch noch ein paar Chancen, während des Tages damit was anzufangen. Und das wäre, wenn es im Webinar nicht aufgehen sollte. Ne? Also von daher schon wichtig. So, auch Positionsgröße auch bitte nicht irgendwie erschrecken, beziehungsweise auch nicht dran stören, ob die jetzt klein oder groß ist. Ich mache das immer je nach Webinar oder nach Lust und Laune, sind es halt mal größere Sizes, mal kleinere Sizes. Ne? Das ist alles nicht wichtig. Es geht nur darum, irgendwie, dass man halt, dass wir über den Markt reden und gucken, dass wir damit in irgendeiner Form klarkommen. Also im Endeffekt geht es um Punkte und dann halt eben der Ansatz, wie kann man da halt was draus machen. So, wir sehen jetzt auf jeden Fall hier die 8-Uhr-Bewegung. Hier unten im H1 bin ich ja drin. Moment, einmal hier nochmal größer. Also hier H1, das sind die Levels aus dem Live-Chart.
die hier natürlich drin sind. Und dort sieht man jetzt halt irgendwie, ja, schon so ein bisschen übel halt hier geschlossen, ne? Also hier mit so einem Shooting Star, Doji Shooting Star ja schon irgendwie mehr. Und mit einem langen Ding nach oben. Das heißt, auch das könnte jetzt erstmal ein Grund sein, warum wir jetzt noch ein bisschen was auf den Deckel kriegen, bevor es rauf geht. Also trotzdem muss man halt gucken. Mein Ansatz wäre jetzt natürlich einfach der, wir schließen im Stundentakt hier über der 822, so an diesem ehemaligen Widerstand. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, im Daily sieht man es ja halt eben auch. Ich habe hier schon wieder nichts zu zeichnen. Ich habe hier keine, gibt's gar nicht. Irgendwie kann hier keine Quadrate malen. Warum geht das nicht? Bin ich echt zu dumm für? Nee, da doch, oder? Nö, will er nicht. Egal. Auf jeden Fall ist das hier der Bereich halt eben, der vorher halt stark umkämpft wurde. Also gestern war hier das Tageshoch an der Stelle und da hat es sich jetzt um 7 Uhr irgendwie drüber gehievt. Ja, und das könnte es halt nun dann auch gewesen sein. Das heißt, er muss das hier aber eigentlich nochmal bestätigen, wenn das Ganze halten soll. Das heißt, auch infolgedessen wäre es halt hier absolut legitim, beziehungsweise auch richtig, in Anführungszeichen, wenn der Markt sich das erstmal nochmal von oben anguckt. Was mir hier natürlich jetzt auch gut gefällt dazu ist, dass wir halt eben den SMA 20 im H1, der kommt auch von unten, der liegt bei der 805 etwa. Das heißt, eventuell muss man die Position skalieren. Das wäre jetzt halt auch nicht wahnsinnig tragisch. Problem ist nur bei der 805, hier unten ist das der Kassa-Close von gestern. Ich bin kein Freund von Gap-Close von oben, wenn ich long gehen will. Ne? Weil halt eben ein Gap-Close von oben ist nicht unbedingt ein Long-Signal. Das ist das, was mir jetzt daran nicht gefällt. Das heißt, am besten lässt er das eigentlich auf und begnügt sich halt eben auch hier einmal mit der 15.822 von oben, würde mir tatsächlich irgendwie auch reichen. Man könnte natürlich auch, das haben ja vorher noch einige gesagt, man könnte auch versuchen, short zu gehen. Würde ich jetzt aber erstmal gerade nicht machen wollen. Also ich versuche hier schon irgendwie den Long einzutüten. Und ist der Markt gerade stehen geblieben oder haben wir hier, ah ne, okay. Würde hier schon versuchen, den Long einzutüten. In der Annahme eben, dass die Stunde dann am Ende doch raufzieht. Aber trotzdem, es ist halt jetzt nicht so klar, dass das Bild, was wir hier haben, wie ich mir das wünschen würde. Also ich hätte es natürlich super gefunden, wenn der H1 um 8 Uhr erstmal wirklich da oben geschlossen hätte, ja, relativ hoch und wir dann so einen Schweineschlenker darunter kriegen, wo dann halt einmal unten die Punkte abgeholt werden, so dass halt hier auch nochmal ein paar rausfliegen und man dann eben vernünftig reinkommt. Hat er aber nicht gemacht, ne? Hat ein bisschen tief geschlossen. Das heißt, kann natürlich auch sein, das sollte man nie außer Acht lassen. Wir haben es ja ganz oft in letzter Zeit gesehen, dass der Markt dann halt um irgendwie morgens halt eine Richtung macht, so bis irgendwie 1, 2 Uhr und erst dann dreht es sich halt um. Und das kann natürlich auch mal in die umgekehrte Richtung gehen. Das heißt, könnte genauso gut sein, dass der DAX hier überhaupt nicht aus dem Quark kommt, irgendwie am Vormittag und dann am Nachmittag mit den Amis das Ganze macht. Das haben wir jetzt wirklich sehr, sehr oft gesehen, finde ich. Ach, guck mal, hier der Andreas ist auch da von Twitch. Moin, moin. So, das heißt, ne, und das ist auch immer die Gefahr bei so einem Live-Trading-Webinar, wenn man jetzt nicht nur drauf aus ist, hier ein paar Punkte irgendwie zu scalpen, und sondern halt eine Tagesrichtung halt irgendwo mitbekommen möchte, dann kann es natürlich sein, dass man halt genau so ein Phänomen dann hat, dass der Markt sich halt einfach da erstmal halt dagegen bewegt und dann halt erst später die Richtung aufgelöst wird. Das wäre jetzt auch nicht irgendwie zum ersten Mal der Fall. Das Einzige, oder im Endeffekt, sagen wir so, wenn es so ist, wenn man sehen sollte, dass der Markt sich nach unten durchdrückt, ja, und die Vola hoch genug ist, dann würde ich auch umschwenken erstmal und dann erstmal die andere Richtung suchen. So, momentan habe ich eher so ein bisschen die Befürchtung, dass der DAX wieder den Klassiker hinlegt, nämlich Hilger Livestreaming. Vola, die dann mit irgendwie 5 Punkten Ranges da halt irgendwie eine Stunde lang abgehalten wird. Ich hoffe es mal nicht, ja. Ich hoffe, dass der es jetzt hier ein bisschen zusammenreißt und wir hier einen vernünftigen Markt kriegen, mit dem wir halt auch was
anfangen können. So, ihr seid so still. Entweder ist die, seid ihr alle eingeschlafen schon, auch wegen der Wahnsinnswohla, oder ich rede einfach zu viel. Das kann natürlich auch sein. Das ist nie ausgeschlossen. So, dann gucken wir hier durch. Also, genau, EUVAX-Sentiment hatte ich ja vorhin gefragt. Richtig, ne? EUVAX ist aber, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nur Optionsscheine und nichts sonst. Weiß das einer genauer? Der Andreas weiß das doch bestimmt, wenn der überhaupt hier noch da ist. Aber der Nelson bestimmt auch. Keiner sagt was. Ja. Also, oh, der ist gut. Welchen Broker benutzt du? TK bei YouTube. Also, TK, gib dich mal zu erkennen mit einem Vornamen zumindest, damit ich dich ansprechen kann. Das Webinar bzw. der Stream hier ist präsentiert von FX Flat. So, damit hat sich die Frage nach dem Broker, glaube ich, erledigt. Ja, also was ich bei FX Flat natürlich super finde, ist einfach, dass ich mappen kann. Ja? Das heißt, ich kann halt CFD handeln. Also hier, ich habe hier einen CFD-Chart generell. Ne? Also ich habe hier, handle hier den CFD, aber ich ziehe mir das Volumen aus dem Future. Und deswegen habe ich auch hier solche Sachen wie ein Orderbuch halt zum Beispiel. Ne? Und oder halt auch die Volumenglocke hier, die ist halt einfach echt. Ne? Das heißt, da wird also die Daten werden vom Future gezogen, weil ich ja auch mit FX Flat ja auch im Stereo Trader Futures direkt handeln kann. Da bin ich aber einfach kein Freund davon. Und ziehe mir quasi das Volumen aus den Future-Kursen, die werden dann umgerechnet auf CFD und dann halt hier eingeblendet. Ne? Und das ist halt eben so schon ein ordentlicher Vorteil, finde ich. Ne? Weil es halt einfach, es ist eine echte Information, die ich halt hier bekomme. Ja, hörst du mich? Oh, der Markt. Bitte? Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Ja, sehr gut. Mein Mikro funktioniert wieder und ich war die ganze Zeit da, habe auch deine Frage gehört. Ja, EUVAX-Sentiment, Hebelprodukte. Okay, alle Hebelprodukte innerhalb von 60 Sekunden. Ah, okay, alle. Okay, aber das war, glaube ich, mal irgendwie Optionsscheine, ne? Irgendwie, das ist nur, weil ich habe das letztens noch irgendwo gelesen, das kann natürlich eine alte Info sein. Vielleicht habe ich auch ChatGPT gefragt und das ist auf dem Stand von 21. Könnte auch sein. Ja, ja, fließen ja Käufe und Verkäufe von Optionsscheine fließen mit rein. Ja, nee, ich sag ja, vorher waren es, glaube ich, nur Optionsscheine. Ich meine, es gibt ja noch andere Hebelprodukte als Optionsscheine. Das war halt ja eben mein Gedanke, weil wenn es nur Optionsscheine wären, dann würde es halt immer so ein bisschen hinterherhinken, das Sentiment. Weil es ja nicht unbedingt Scalping oder jetzt irgendwie, ja, Scalping, aber halt so kurzfristig gehalten wird, also Optionsscheine. Weiter unten steht dann nur mehr Optionsscheine. Ja, es ist irgendwie, ja, Ricardo TK, okay, ob ich mir das merken kann. Wie kann man das Volumen aktivieren? Ganz einfach, ich muss ja eh warten, bis irgendwie der Markt irgendwie Lust hat, mich mal irgendwo vernünftig abzuholen, weil das ja, es gibt noch keinen Sinn, da jetzt irgendwas zu handeln. Ja, ganz einfach. Also man muss halt in der Marktübersicht, muss man natürlich halt das Symbol aktiviert haben. Das heißt, ich muss hier den, als Beispiel für den DAX, muss ich hier den DAX, also FDAX UT23 ist das momentan, der muss halt hier da sein. Ne, einfach in der Marktübersicht. Und dann gehe ich halt hier ins Setup und dann bei Symbol und hier wähle ich dann bei Volume Source wähle ich die Volumenquelle einfach aus. Ne? Das heißt, ich könnte mir jetzt hier auch den DAO, den YM drunter mappen, ergibt ja keinen Sinn. Aber ich will ja hier eben das Volumen vom FDAX haben, deswegen steht halt hier der FDAX und das ist eigentlich schon alles. Mehr muss man gar nicht tun. Sobald das dann halt eben drin ist, hat man halt hier Volumenprofil, ne, oder halt eben auch hier das Orderbuch. Ne, was man eine halt kleine Ergänzung, kann. Das geht nur mit MetaTrader 5. Ja, genau, das geht nur mit MetaTrader 5. Ne? Genau. Also es ist natürlich vor allen Dingen überhaupt gar kein Vergleich, ne, zu irgendwie Tickvolumen. Also Tickvolumen, nur um das mal halt irgendwie zu verdeutlichen, also gibt es ja auch eine Volumenanzeige, auch generell kann ich auch im Stereo Trader ohne den Future auch Volumen anzeigen, aber dann zeigt er das Tickvolumen an. Und das Tickvolumen ist nichts anderes, das zeigt dann halt, würde zum Beispiel hier der Point of Control,
Ja, also hier in Gelb, was Point of Control generell heißt, das ist der Kurs, der am deutlichsten gehandelt wurde. Drücken wir es mal neutral aus. Im Future bedeutet das aber, das ist der Kurs, der mit dem meisten Volumen gehandelt wurde. Also hier wurde das meiste Volumen gedreht. Im Tick-Volumen würde es bedeutet, dort ist der Markt einfach nur am häufigsten gewesen, ja, egal wie viel Volumen. Das ist halt der Unterschied. Und das kann auch schon mal deutlich abweichen. Ne? Und beides macht natürlich irgendwie Sinn, wenn der, aber es ist aber nichtsdestotrotz. Moment. Ist aber nichtsdestotrotz eine komplett andere Information. Und klar, wenn halt irgendwie Volumen in den Markt kommt, dann geht es nicht mehr irgendwie darum, was war jetzt der meist gehandelte Kurs, sondern wo war am meisten los. Ne? Und deswegen ist natürlich die Information, die man aus dem Future bezieht, hat natürlich einen ganz anderen Gehalt. Ne? Das ist halt vollkommen klar. So, hier bewegt sich noch nichts. Ich bin aber irgendwie guter Dinge, dass wenn ich den DAX noch ein bisschen totquatsche, dass er sich dann gleich irgendwie geschlagen gibt und dann hier auch mitspielt. Aber das hier ist, das ist eine typische Dienstagseröffnung. Alter. Ja. Die ganzen Tage, die Wohler, super. Also ist es halt. Fiftesten. Ist doch die Schwester von Einzigsten. Ja, genau. Sagt der Timo hier. Ja, das kommt hin. Am öftesten ist die Schwester von Einzigsten. Ja, ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler, keine Ahnung. Ich glaube aber so morgens irgendwie, das ist auch nicht mein Ding. Also ich habe auch morgens irgendwie versucht, schon mal joggen zu gehen oder so. Ne? Das geht gar nicht. Ich bin da blutleer im Gehirn und kann da gar nichts mehr. Also das ist irgendwie, es scheint irgendwie Zusammenhang zu geben. Ja, also Live Trade ist hier bisher noch nicht für die, die sich ein bisschen später zugeschaltet haben. Wir warten hier immer noch auf den Dip runter auf die 15.822 im DAX, weil das hier einfach irgendwie so für meine Begriffe auch gerade unhandelbar ist und keine Aussagekraft hat, weil der Markt einfach hier nur so ein bisschen rumdümpelt auf der Stelle ohne Wohler. Und deswegen ist hier noch nichts passiert. Ich bin ja schon immer ein Freund davon, einen Punkt 9 irgendwie direkt auch auf den Knopf zu drücken. Aber wenn halt nichts passiert, beziehungsweise noch kein vernünftiger Punkt da ist, dann natürlich nicht. Ne? Könnte jetzt natürlich sagen, gut, hier geht hier einfach mal long und guckt dann heute Abend nochmal drauf. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Webinars. Aber das hier, ne, so mit dem Doji jetzt hier zu starten in 15 Minuten, das ist nicht nett, mein lieber Herr DAX. Das ist echt nicht nett zum Webinar. Da kann sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Was man hier natürlich auch sieht, also hier von der Darstellung her, wird man sich vielleicht auch wundern, wenn man das nicht kennt, das sind Außenstäbe. Ne? Das ist ein Add-on, was halt eben zum Live-Chart dazugehört. Und weil ich halt eben der Überzeugung bin, nach langjähriger Beobachtung, dass halt eben gerade Algos sich durchaus daran orientieren. Und das heißt, zum Beispiel, wenn man jetzt halt eine Squeeze-Struktur, habe ich ja letztens beim Andreas auch irgendwie mal live gezeigt, wie das halt geht im Livestream. Squeeze-Strukturen spielen sich sehr, sehr häufig mit Außenstäben ab. Und das kann M1, M5, M15 sein, aber generell Marktstrukturen, die von Algos gehandelt werden. Und wenn man sich jetzt hier mal den M15 da oben in der Ecke anguckt, und dann sieht man halt, dass der hier, ich mache es mal ein bisschen größer, da sieht man halt schon, dass der hier hat 1, 2, den würde ich nicht zählen. Es gibt immer mal irgendwie einen kleinen Ausflug, ne? Weil der halt hier immer noch diese Bewegung immer noch in dieser stattgefunden hat. Also das heißt, hier in der Struktur nach oben gewandert ist und die wurde jetzt hier gebrochen, ja, mit einem einzigen Punkt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum hier gerade irgendwie nichts vorwärts geht, weil wenn da irgendwie Algos dahinter sind und dann ist das halt eher so die Frage, zählt das oder zählt das nicht? Gehört das in die Toleranz oder gehört das nicht in die Toleranz? Weil wenn halt so eine Struktur deutlicher gebrochen wäre, dann wäre auch die Bewegung größer. Das ist zumindest auch meine Beobachtung. Nichtsdestotrotz stehen wir deswegen hier gerade mit so einem Fragezeichen, egal ob Struktur hin oder her. Und man wird halt sehen müssen, was er damit macht. Also generell, wir haben halt hier eine Strukturumkehr erstmal und in einem nicht gerade kleinen
Außenstab. Von daher muss man da jetzt ein bisschen aufpassen und kann da auch nicht einfach long gehen. Was wir höchstwahrscheinlich sehen werden, falls er versucht, nach oben durchzukommen, ist, dass er dann halt hier oben drüber irgendwo scheitert und dass das halt eben nicht funktioniert. Und deswegen wäre ich großer Freund davon, wenn der Markt sich erstmal hier unten versucht, in dem Segment. Das ist ebenfalls auch die 15.822 und wäre auch hier lustigerweise genau die Extension von der Struktur nach unten. Und eben jetzt nicht hier direkt raufläuft. So, die Frage ist nur, was machen wir, wenn das Ding jetzt hier raufläuft? Wo kommen wir denn da noch rein? Das ist so natürlich ein bisschen das andere Problem, was sich hier halt irgendwie darstellt. Kann natürlich auch sein, in der Regel aber nicht. Zum Beispiel gestern, was der Timo ist ja auch gerade da, der macht ja auch immer hier Webinare bei FX, nee, gar nicht bei FX Flat. Ups. Aber er macht auch schon, doch auch, ne? Du machst ein Helpdesk, richtig. Da haben wir auch irgendwie drüber geredet zur Markteröffnung im US. Da habe ich gesagt, ja, hier, guck mal, Long bei 34.447. Wo sonst? Wo sonst? Weil das war nämlich genau das gleiche Bild wie jetzt hier im DAX. Was hat der Dow gestern gemacht? Er ist nicht dahin, der ist irgendwie ganz komisch raufgelaufen, um dann halt eben abends um 20 Uhr den Punkt genau abzuholen und dann halt eben nochmal raufzulaufen. Das ist, ja, das ist auch so einfach so eine Algonummer, ne? Der ist den ganzen Tag nicht aus dem Quark gekommen und dann halt um 8 Uhr holt sich das Ding da unten ab und zieht dann nochmal rauf bis kurz unter das Tageshoch. Das kann natürlich auch passieren, ne? Das ist halt klar. Und deswegen sage ich, so wenn der jetzt hier irgendwie long geht, das kann sein. Ich würde aber behaupten, das ist dann halt reiner Aktienmarkt und irgendwie oder manuelle Orders, ne, die aber dann nicht weit kommen, wenn die Algos nicht mitspielen. Und das Ganze kriegt erst Tempo, wenn halt eben alles an einem Strang zieht. Das kann natürlich auch irgendwie eine Vermutung sein, aber ich sage ja, ich gucke mir das ja schon. Keine Ahnung, wie viel zigtausend Stunden den ganzen Quatsch hier an und habe ja auch einiges darauf ja auch programmiert, was halt eben diese Beobachtung angeht. Von daher kann das natürlich, oder sage ich mal so, behaupte ich mal, das hat schon so eine gewisse Berechtigung, warum ich das verteidige und sage. So, aber nutzt alles nichts, wenn der Markt hier. Boah, das ist echt, da könntest du manchmal wirklich die Kiste aus dem Fenster schmeißen. Wie kann es denn sein? Nelson, bitte erklär mir das. Wie kann das sein? Die ganze Woche, die ganzen Tage haben wir hier Wohler ohne Ende. Wir starten Webinar dienstags um 8:45 Uhr und der Markt bleibt stehen. Also, das ist doch, das kann nicht sein. Das ist wirklich die schwächste Eröffnung, die ich jetzt hier gerade sehe, seit, weiß ich nicht. Mindestens irgendwie 14 Tagen. Das ist echt, Was das soll ist ich zum sagen? Weglaufen. Ich muss mich hier mal aufregen. Ich kriege da langsam Paranoia, ganz ehrlich. Jeden Tag läuft das scheiß Ding rauf und runter wie irre. Und wir sind hier im Live-Trading-Webinar. Sorry, muss ich mal auf, was ich hier, mich hier nicht irgendwie im Ton Waren vergreife. ganz schön viele Piep, Piep, Piep dabei. Ja, aber das ist doch. Das gibt's nicht. Ne? Der klebt nur an der Eröffnung fest. Da soll man doch mal nicht irgendwie paranoid werden. Und immer dann, wenn wir hier das Live-Trading-Webinar machen, habe ich das Gefühl. Und sonst nie. Sonst irgendwie gucke ich da morgens um 9 Uhr drauf und dann drückst du auf irgendeinen Knopf und dann passiert halt was. Ja? Aber irgendwie Live-Trading machen einfach nichts. Das gibt's doch nicht. Ey. So. Jetzt in die Bewegung kommt jetzt. Ja, genau, ist 3 Punkte gelaufen. Mann, 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 ey. Ja, das ist Live-Trading, das ist richtig, ne? Das ist halt eben, das ist kein nachträglich Trading und nachträglich erklären. Und das Aber ist immer. du hast ja noch nicht auf deine, wie sagst du immer, Knoppers-Fraktion gewartet. Ja, die Knoppers-Fraktion um 9, 9:30 in Deutschland, ne? Kleines Frühstück. Die Knoppers, da gab es früher mal so eine Werbung. Also ich habe. So habe ich den Begriff ja dann irgendwann mal erfunden. Der Heiko hat ihn irgendwie auch schon öfters mal kopiert. Ja, nicht Vorführeffekt, ja, auch, ne? Ah, das ist so, meine Güte, ey, hier immer wieder echt so auf Zuruf dienstags, FX Flat, Live Trading, Dirk Jäger und der Markt steht still.
Nein, aber ja, so ist es halt, ne? Aber klar, ich meine, nachher irgendwie posten, hey, guck mal, das habe ich gehandelt. Ja, kann ich auch. Mache ich aber nicht, weil das mit Realität nichts zu tun hat. So, der Nico, du hast gerade die Testphase erwischt, die 840 sollte er nicht so einfach nehmen. Ja, das ist bei mir halt hier auch ein Level, ne? Aber der soll ja wenigstens 840, also 840, ja gut, bei mir ist es irgendwie ein paar Punkte höher, aber das hier kann doch nicht wahr sein. Das ist so, ich glaube, ich mache jetzt einfach irgendwie, ich leg die Füße hoch, gehe mal einen Kaffee holen, komme eine halbe Stunde wieder. Und dann Aber wie gucken oft hast du gesagt, dass du den DAX nie wieder handeln wirst? wir mal. Ja, momentan sind wir ja Freunde. Von daher ist das ja okay. Ne? So ist das ja auch mit Freundschaften. So. Der DAX ist aber auch eine Zicke. Man muss auch vergeben können, ne? Ja, genau. Ja. Die Ehrfurcht des Marktes, da schauen alle statt zu handeln, sagt der Markus. Also, ja. Sagt, fürs Live-Trading tut es ja immer wahnsinnig leid. Ne? Das ist, also, genau, Moment, hier wollte ich noch was gucken. Das ist mir aufgefallen, als ich vorhin irgendwie mit dem Kaffee in der Küche stand. Das wollte ich mir mal angucken. Der DAX hat nämlich auch manchmal die Angewohnheit, bin ich aber kein Freund davon, so nur in so einem Widerstand, so den allerletzten höchsten Peak da halt sich irgendwie zu schnappen und den auch nur knapp und dann halt eben zu ziehen. Nicht, dass das jetzt die Geschichte hier gewesen ist, die 827. Also ich finde es so ein bisschen komisch. Also das sind so Dinger, die mag ich einfach überhaupt nicht, ne? Kann aber trotzdem halt sein, ganz klar. Weil man hat ja gerade gesehen, er reagiert jetzt hier irgendwie auf einmal, ne, zieht da jetzt oben ran. Da könnte man jetzt natürlich schon überlegen, ob man da reinspringt. Ich würde aber jetzt zuerst mal warten, bis zumindest wir die Struktur am M5 hier kaputt haben. Und mich dann eventuell mal versuchsweise dranhängen. Weil es nutzt ja auch nichts, wenn wir jetzt hier irgendwie bis um 10 Uhr sitzen, und da nichts gefangen kriegen. Und irgendwie ich die ganze Zeit nur erkläre, dass der DAX doof ist. Ich meine, das Einzige, was ich halt im Endeffekt brauche, ist Bewegung. Ne? Und da kann ich mich ja drauf einstellen. Aber die scheint jetzt zumindest hier so ein bisschen zu kommen. Aber vielleicht ist es tatsächlich dann doch wieder einfach nur die Knoppers-Fraktion. Also 9:30 Uhr sieht man es schon oft, ne? Aber generell halt auch irgendwie so nach einer halben Stunde. Also, dass der Markt halt irgendwie so die ersten 30 Minuten in der Gegend rum konsolidiert und dann halt die nächsten 30 Minuten dann halt die eigentliche Richtung einschlägt. Ne, also drückt sich jetzt schon so ein bisschen deutlicher hier oben dran. Bei mir ist es halt eben hier die Marke, die 856, ne? Also quasi genau hier. Da. Um die es halt geht. Würde der, wenn der jetzt, also ich mache das mal so, wenn der jetzt halt hier um 9:25 Uhr zumindest mal hier über Rot schließt, und damit halt zumindest im kleineren Timeframe hier die Struktur nochmal halt irgendwie in Angriff nimmt, würde ich mal versuchen, hier long reinzukommen. Also aber nicht per Stop, sondern auch nur im Rücklauf. Und dann hoffe ich natürlich, dass er mir den Rücklauf gibt. Das ist irgendwie schon ein bisschen tricky heute. Aber gut, wenn es dann halt irgendwie, wenn wir 10 Punkte rauskriegen, ist auch fein. Also, so, hat er gemacht, ne? So, Kriterium erfüllt. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob wir hier einen Rücklauf kriegen oder ob der wirklich so weiterziehen will. Das wäre natürlich dann halt schon ein bisschen mies. Wo sind wir hier? SMA 20 einfach bei 846. Das wäre so hier. Das wäre so da. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist jetzt die große Frage. Oder ob er jetzt nicht einfach da oben durchrennt. Weil das ist natürlich echt so, wenn das jetzt wieder so eine Nummer gewesen ist, so wir setzen mal kurz über dem Widerstand auf. Ich meine, grundsätzlich ist das okay, ja, aber ich komme doch halt nicht rein. Also ich hätte schon gerne irgendwie hier einen sauberen Dip da oben drauf und nicht irgendwie hier so im Nichts auf irgend so einem Hoch von der. Was war das? 6 Uhr Kerze.
Das sind so Sachen, die komme ich nicht wirklich klar drauf. Kann man machen, ne? Aber gut. Also ich bin aber auch kein Freund davon, irgendwie so das immer ganz auszureizen. Ne? Ich wäre jetzt halt schon irgendwie dann auch einen Punkt vorher reingegangen, aber jetzt nicht irgendwie so 10 Punkte vorher. Das nicht. Von daher, ich bin da auch noch nicht so ganz überzeugt davon. Aber mal gucken. Wir haben jetzt irgendwie gleich die erste halbe Stunde von der Eröffnung um. Und kann schon sein, dass wir da jetzt gleich nochmal halt irgendwo ein bisschen was bekommen. Aber hier oben long reinspringen, ne? Was man jetzt ja hier gerade ganz deutlich auch sieht, klar sind da jetzt die Hochs, ne? Ungefähr, aber ganz genau ist halt hier wirklich im M15, ne? Hier der Außenstab, die Struktur, da halt, die hier beginnt. Von daher könnte der jetzt auch genauso gut einmal ganz runterziehen, ne? Und uns eben unten doch noch abholen. Schauen wir mal. Glaube ich aber nicht, weil das im M5 irgendwie so ein bisschen arg schräg aussehen würde. Also, was er jetzt halt auch macht, das zeigt uns natürlich jetzt hier das Volumen, das ist, wir stehen hier auf dem Value Area High. Und da hat er irgendwie gerade hin zurückgesetzt. Mal gucken, ob er sich da behaupten kann. So, aber zumindest haben wir ein bisschen Bewegung. So, ne, aber ne, einmal meckern und dann läuft der Markt. Das musste einfach sein. Ja, so wie immer, fast immer. Ja, es ist wie mit Kindern. Er musste einmal hier laut werden und auf den Tisch hauen. Ja, wobei Dann. eigentlich hat es immer mit der Drohung, Webinar zu beenden, funktioniert. Ja, genau. Haben wir das nicht mal gemacht, so getan, als würden wir das Webinar beenden und anschließend sind wir wieder zurück und da lief's. So, ich wäre hier tatsächlich jetzt ja schon fast ein Freund davon, hier einfach long zu gehen. Ne? So, aber wir werden doch hier irgendeinen kriegen, wo man vernünftig reinkommt. Das kann doch nicht sein, echt nicht. Das ist für eine Nummer hier heute. Was sagt denn der Dow eigentlich? Im H1. Den mal kurz angucken. Der schwebt halt hier über der 590, aber der hat's, guck mal, der hat's einfach wieder schön gemacht. Setzt hier auf der 590 da oben auf 591. Hurra, hurra. Und der DAX? Tja, Leute, das war's. Das war's. Ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht rein. Das ist komplett chancenfrei, so wie ich das halt sehe, ne? Das ist echt chancenfrei. Halt hier dieses jetzt hier oben vor allen Dingen, ne, wo ich ja gesagt habe, wenn der jetzt halt hier irgendwie versucht, im Roten, dann wird er da oben wahrscheinlich halt irgendwie nicht weiterkommen. Das wäre dann halt hier die Stelle. Das ist echt. Das wäre sehr ärgerlich. Ich habe gestern noch irgendwie im Blog noch gesagt, ne, so morgen Live-Trading wahrscheinlich. Habe ich gesagt, nee, ich mache eigentlich immer einen Trade auf, ja. Tja, das sieht fast so aus, als wäre das ein Live-Trading ohne Trade. Wenn das jetzt wirklich so bleiben sollte. Weil klar kann man natürlich irgendwo über den Hochs irgendwie reinspringen, wenn man halt irgendwie long will, aber ey, ich bin da sowas von kein Freund davon. Und vor allen Dingen halt hier, guckt man sich die letzten 5 Minuten mal an, was ist das? Ja, irgendwie die ganze Zeit hier nur rumgedümpelt und dann halt hier ohne Lunte geht es dann da oben raus. Wo soll ich denn da jetzt bitte ansetzen? So, da kann ich einfach nichts mehr anfangen. Da kann ich jetzt, und das ist aber genau, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was ich ja auch in meinem Blog immer erzähle. Als Analyst, wenn das Ding jetzt raufgeht, ne, kann ich mich hinstellen, kann sagen, ja, ne, habe gesagt, der Markt geht rauf. Ich habe nichts verdient damit, ja. Keinen einzigen Punkt. So, und das ist eben immer der Riesenunterschied zwischen Analysten und Händlern. Ich muss gar nicht analysieren. Ich muss auch gar nicht recht haben. Ich muss Punkte rausschneiden können. Und jetzt, das ist ein super Beispiel dafür. So, ich habe absolut recht gehabt mit dem bisher, was ich gestern da halt gesagt habe. Aber
Was habe ich davon, ja? Gar nichts. Aber das ist leider, das ist wirklich genau, das ist ein super Beispiel gerade, ne? Ich meine, ich ärgere mich jetzt hier, ne? Zuerst beschwere ich mich über keine Wohler. Jetzt kriegen wir Wohler, aber ich komme nicht rein. Ja, also, das ist nicht mein Freund heute, der DAX. Aber trotzdem, sehr schönes Beispiel dafür, ich habe recht gehabt, aber keinen Cent verdient. Ja, so, also, und auch hier, ne, die zweite 5-Minuten-Karte schon wieder das gleiche in grün und hier der M15 auch. Ich kann hier nicht long gehen. Ich kann nicht. So, ich schaff das nicht. Also ich bin ja bestimmt nicht irgendwie zurückhaltend, ängstlich oder weiß ich nicht was, ne? Aber das hier, das krieg ich überhaupt nicht hin, da jetzt einfach auf den Knopf zu drücken und long zu gehen. Weil, verstehe ich nicht. Da bin ich irgendwie, so das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist, der baut sich hier jetzt seit 9:25 Uhr, warum auch immer, ein Squeeze im M5 zusammen, rennt irgendwie durch alles durch, bestätigt gar nichts zurück. Komischer Markt. Das ist echt, macht keinen Spaß. Komme ich nicht klar mit. So, was sagt ihr? Ziel 15915, warum? Der Andreas war irgendwie long. Wie bist du da long reingekommen? Verstehe ich gerade nicht. Das ist nicht mein Handelsansatz. Mein Handelsansatz ist ja der, die Wirkungsumkehr. Ne? Das heißt, er hätte hier aufsetzen müssen, da, um dann raufzuziehen. So, und nicht in der Luft. So. Und das heißt, vom Prinzip her, ja, mag das jetzt hier alles stimmen, ja, aber dieser kleine, die Kerze hier, ne? Ich meine, das ist einfach nur der höchste Punkt hier unten, ne? Nur, dass man es versteht. Das ist der höchste Punkt von dem Widerstand, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Widerstand, 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 Widerstand. Und das war der höchste Punkt. Aber hey, die Kerze ist von 6 Uhr heute Nacht. So. Und das ist halt irgendwie, aber leider muss ich halt wirklich sagen, ich habe mir das am Morgen angeguckt, habe gedacht, ja, nicht, dass der DAX da irgendwie wieder auf dem höchsten Punkt da irgendwie ansetzt und nicht bis darunter geht, um dann long zu ziehen. Und jetzt hat er das tatsächlich gemacht. Ich habe es dir vorhin irgendwie nur kurz erklärt. Also das heißt, ne, ich hätte schon gerne hier so einen vernünftigen Stich irgendwie reingehabt, am liebsten auch hier den SMA20 im H1, um dann long zu gehen. Ne. Aber das hier, das ist irgendwie, ja. Also nochmal, generell von dem, ne, Wirkungsumkehrprinzip, ja, die Art und Weise nicht meine. Ne. Also Long und so weiter, alles richtig, aber okay. Aber okay, gut. Ich kann, ja, Günther sagt hier irgendwie ABC, das ist alles nicht so mein Ansatz. Sorry. Hoch vom Freitag. So, kann man versuchen, ne? Hier mit dem Short jetzt irgendwie, mir schreibt nämlich auch hier gerade der, wer war das, der Konrad, genau. Ja, ne? Also kein höheres Hoch wäre markttechnisch in Ordnung für Short. Ne? Und kann man natürlich irgendwie machen, muss man aber nicht machen. Also, da sollte man sich wirklich überlegen, ob man da jetzt irgendwie dagegen halten will. Ich wäre hier eher ein Freund davon, irgendwie immer noch irgendwie versuchen, long reinzukommen. Aber natürlich nicht irgendwo hier mit so einem Pipi-Rücklauf. Ne? Ja, schön. Bitte, Ernst. Der Ernst bedankt sich für das Webinar, hat 44 Punkte mitgenommen. Ich nicht. Ich nicht. Die ersten fangen an zu shorten. Ja, lass die mal shorten. Sagt die Svenja hier. Lass die mal machen. Also, man darf mal eins nicht vergessen. Der startet. Der hat erst vor 10 Minuten hier jetzt gestartet, ohne Korrektur zu kaufen. Ja.
Ich mag mich täuschen, ja, aber ich wäre da sehr vorsichtig mit Short da oben. Und hier, hoch vom Freitag, wer ist da nicht Short, ja? Das ist ja, das sieht ja wirklich ein Blinder, ne? Mit dem Krückstock. Deswegen wäre ich da halt eher ein Freund davon, irgendwie mit den irgendeinen brauchbaren Rücklauf hier zu suchen und dann einfach Long reinzuballern. Und dann halt gucken, ob wir nicht da oben durchschießen. Ich wäre da wirklich, es kann jeder machen, wie er will, ja. Aber da jetzt Short dagegen zu halten, das könnte ungemütlich werden. Also auf jeden Fall guckt auf euren Stop, wenn ihr es macht. Und irgendwie nicht irgendwie im Verlust nachziehen, weil was wir halt irgendwie auch schon gesagt haben, gesehen haben, ganz oft. Und am Freitag habe ich das ja auch, nicht am Freitag, letzte Woche irgendwann mit Andreas ja auch gezeigt. Wenn der so eine Struktur startet und die wirklich durchzieht, ne, also hier so eine, das hier ist ja eindeutig, ganz eindeutig programmiert. Also wenn man da mal drauf guckt, da ist nichts nach unten, ja, null Korrektur. Das heißt, das ist eine zeitlich gestützte Order, die da durchläuft, eine zeitlich gestützte Position. Hier nochmal, komplett ohne Korrektur. Hier gab es mal irgendwie einen halben Tick, den es nicht gibt, also möglicherweise hier nur im CFD. Also gar nicht, immer noch nichts, ja. Und die haben um 9:25 Uhr angefangen. Und wenn die nur eine halbe Stunde das Ding ziehen, dann ist es 9:55 Uhr, bis die Nummer zu Ende ist. Also da würde ich mir auf jeden Fall angucken, bis die Struktur fertig ist. Zeitlich gestützte Order ist einfach nichts anderes. Das wird manchmal tatsächlich so gemacht. Kann man sich ja mal mit Händlern unterhalten. Also ne, institutionellen. Dass die halt einfach manchmal hingehen und dann halt in einer bestimmten Taktung, die dann zum Beispiel bei 5 Minuten, 15 Minuten oder so halt liegen kann, dann halt einfach Pakete in den Markt schießen, wirklich auf die Sekunde genau. Und so entsteht es halt. Das heißt, das war ja hier auf jeden Fall. Also da hat ja jemand perfekt auf die Millisekunde, ja, irgendwie ein größeres Paket da reingeballert. Und da sitzt keiner da mit der Stoppuhr, so 3, 2, 1, Knüpf. Nein. Logischerweise nicht, sondern es ist einfach nur eine programmierte Kiste. Und da muss man halt einfach gucken, wie lange die halt läuft. Und das erkennt man jetzt dann höchstwahrscheinlich daran, im M5, weil sie da ja auch gestartet ist, weil wir da die Struktur erkennen, wenn der M5 die erste rote Kerze macht, die deutlich ist, die nicht nur so ein bisschen drunter steht, sondern die deutlich ist, dann ist die Nummer vorbei. Das wäre mein Ansatz. Deswegen wäre ich auch hier ein Freund davon, long zu gehen. Und nicht oben am Widerstand dagegen zu halten. Ja. So, normalerweise wäre das jetzt hier schon ein Punkt, weil wir hier an der Unterseite von der Struktur hängen. Wir sind hier nur leider am R2. Der ist normalerweise ist der immer ganz gut zu gebrauchen, um dagegen zu halten. Von daher bin ich da jetzt mal kurz noch zurückhaltend. Das Pivot, da hätten wir, das wäre der brauchbarere Punkt für meine Begriffe, weil dort nämlich das VAH ist, also das Value Area High. Nur das jetzt nicht mehr Zeit, ja, müssen wir mal gucken. Mal sehen. Wie ich gerade gesagt habe, die Struktur muss deutlich, nicht nur so irgendwie einen Punkt drunter. So, und das hier ist. So, mal sehen, ob man da jetzt. So, da wir jetzt aber. Das könnte doch eher passen. Auf die 855. Mal gucken, ob das funktioniert. So, das heißt, ich gehe nicht am VAH direkt rein, sondern versuche tiefer reinzukommen, hier in der Extension von. Der gebrochene Struktur und in der Nähe vom VWAP. Mal sehen. Mal sehen, ob das funktioniert. Und es ist das Hoch hier, beziehungsweise wäre knapp drunter unter dem High von dieser langen 15-Minuten-Kerze. Mal gucken, ob das jetzt gelingt. Also super schweinig wäre natürlich, wenn er jetzt den H1 doch noch umdreht und wir doch noch die 2-2 abholen.
Dann ja, springe ich hier aus dem Fenster. Ja, keine Sorge, ich bin im Erdgeschoss. So, dann gucken wir mal, ob wir da jetzt ein paar Punkte zusammenkriegen. So. So, das wäre jetzt für mich, ne? Wir stoßen halt von hier oben jetzt da rein, wir stoßen in das VAH rein, wir hängen hier am VBOB beziehungsweise dran und hier in der Extension von der M5 und, falls er nach oben zieht, am SMA20 M5. So, das heißt, so ein bisschen was an Reaktionen müssten wir hier eigentlich bekommen. 3, 4 Punkte gab es ja schon. Schweinerei wäre natürlich, wenn er jetzt einfach so nach unten durchfällt und mir dann jetzt die 8-2-2 gibt, dann suche ich mir einen anderen Job. Nelson, da musst du nächsten Dienstag mit jemand anders Webinar machen. Musst das. du mir deinen Ansatz beibringen, dann mache ich das Ja, nee, funktioniert ja nicht. Das ja. gibt ja dann bessere. Muss auch gucken, bei YouTube gibt es ganz, ganz viele, die erklären, wie man 1000, 2000 € in einer Stunde macht. Muss da einen von denen dann schnappen. Ist interessant, ne? Dass all die mit den reißerischen Videos, ah, 2000 € in einer Stunde, live sieht man die irgendwie alle nie. Schon spannend. Das ist schon spannend, das ist immer wieder interessant. Ey. Da kann ich aber auch, das glaube ich, darf ich auch hier im Webinar mal sagen. Ey. Vielleicht sind ja auch hier ein paar Anfänger dabei. Wirklich immer nur vorwarnen, ja, vor Leuten, die euch im Nachhinein zeigen, was ihr vorher getradet habt. Ey, macht einen großen Bogen drum. Das ist das Schlimmste, ja. So, hey, guck mal, das habe ich gemacht, weil der Markt hier, das und das und jenes, toll, guck, ich, tollen Trade gemacht. Und so machst du das und dann wirst du irgendwie Geld verdienen. Never, ever. Niemals. Das ist das Allerletzte, wirklich. Ich kriege da immer noch regelmäßig Plack, wenn ich sowas halt sehe. Und dass die Leute, und das, ich werde es nie verstehen, ja, dass die Leute das nicht kapieren. Also, dass da wirklich halt, dass die nach wie vor solche Leute nach wie vor Publikum haben und mit ganz tollen Erklärungen, Bildchen nachher, guck mal, das habe ich gemacht und das und das und hier in der Vergangenheit und aber nie live. Die gehören einfach nur alle, naja, würde ich sagen, aber genauso ist es halt. Aber verkauft sich super, ne? So auch bei YouTube, ich habe letztens auch mal so geguckt, so, ne, wer hat denn hier irgendwie so im Bereich Daytrading irgendwie viele Views, viele Zuschauer und das ist nur so eine Gülle, ne? Nur so irgendwie, ja, hier 1000 € gemacht, da 1000 € gemacht, schön geschnitten, bunt und viel bla bla bla, aber nichts live, einfach gar nichts. Und die haben dann irgendwie 60.000 Views, labern nur Müll. Also, ja, Bauernfänger halt, ne? Aber schön gemacht. Und da kann man dann irgendwie Signale abonnieren und Coachings buchen und weiß der Kuckuck was. So. Aber gut. Der Nachteil hier natürlich ist bei Live, dass wir im Zweifelsfalle eben wie heute dann halt mal eine Stunde warten müssen, bis der Markt sich mal irgendwohin an eine Stelle bewegt, die für irgendwas brauchbar ist. Und das ist halt eben Live-Trading. Ne? Aber das ist eben ein echtes Live-Trading und nicht irgendwie guck, hab nachher gemacht. Ich könnte es auch einfach einen ganzen Tag weiterhandeln und dann schneide ich mir den besten oder zeichne es die ganze Zeit auf und schneide heute Abend dann die besten 5 Minuten raus und sage hier, guck mal. Und wenn das dann irgendwie heute Nachmittag um 17 Uhr ist, dass ich ja zwischendurch mal schon dreimal irgendwie die Maus hier durchs Fenster geworfen habe, zeichne ich natürlich nicht auf, ne? Und nein, Quatsch. Aber ja, was willst du machen? So, also FDAX, aktuell 4 Punkte, Berich, was? Günther, du musst mal ein bisschen ganze Sätze machen. Du machst immer so halbe Sätze, ich finde das ja toll, dein Input. FDAX aktuellen 4 Punkte auf Aufhebung des Bearish Engulfing im Tagesschart. Da kann ich nichts mit anfangen. So, ich glaube dir das, ja, aber ich verstehe nicht, was du meinst. So, Konrad,
Long raus. So, ich, das, Hilge hat einen Trade aufgemacht. Bleib stehen. Das ist auch wieder super. So, und jetzt hat er natürlich auch hier die Struktur kaputt gemacht, ne? Im M5 so ein bisschen zu deutlich, aber wir sollten eigentlich zumindest nochmal da oben hinlaufen. Also an den Anfang hier von dem Break und dann mal sehen, wie wir die Stunde da dicht kriegen. Ich fände es halt schon ziemlich cool, wenn der DAX es schafft, eben über das Hoch vom Freitag zu laufen, ne? Und wir dann da oben netten Spritzer nach oben rauskriegen, aber gut. Dafür stehen wir jetzt erstmal noch ein bisschen zu tief, muss man sich angucken, ob er das wirklich macht. Aber denkbar ist es. Also, weil ich finde es viel zu markant, dass das Freitagshoch. Und als dass das da einfach irgendwie jetzt hier dann short, aber war natürlich trotzdem gut, ne? Hier kurz vorher mal eine Runde zu shorten. Das waren ja schon ein paar Punkte, die der jetzt runtergekommen ist. Und das war schon in Ordnung. Ich hätte es mich nicht getraut, sage ich ganz ehrlich. Das ist, war mir zu hot da oben. Ich meine, klar, das sage ich ganz ehrlich, ich habe es ja nicht geschortet. Also, weil ich halt aber auch so ein bisschen Probleme damit habe, irgendwie zu shorten, wenn ich halt eigentlich rauf will. Und dann, das sind nämlich dann so die Dinger, wo du danach da stehst und denkst so, hey, warum hast du denn da irgendwie andersrum gehandelt? Du wolltest doch irgendwie so rum und irgendwie nur Zeit und Geld verplempert. Ach ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig heute. Ich habe leider aber auch echt so die Befürchtung, ne, dass wir immer noch abgeholt werden da unten bei der 820. Aber dann nicht mehr um 9 Uhr, also nicht mehr in diesem Livestream. So, was mir jetzt natürlich auch schon wieder nicht gefällt, ist, ne, hat jetzt natürlich, wo ich ja vorhin gemeint habe, die Geschichte ist vorbei, wenn die Struktur hier gebrochen wird. Ne? Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich jetzt schon, das waren irgendwie nur zweimal, wo der nach oben katapultiert worden ist, aber der Algo ist hier auf jeden Fall schon mal ausgestiegen. Es könnte also sein, dass es das schon gewesen ist. Müssen wir mal gucken, wie er dann um 10 Uhr dann eben endet. Ob das jetzt wirklich so bleibt. Ja, aber ich bin heute irgendwie so ein bisschen verfolgt. Ne? Ich mache eine Order auf oder warte die ganze Zeit, kommt nicht. Ich mache eine Order auf, bewegt sich nicht mehr. Naja. So ist es halt. Sentiment minus 40, ja. Der Nico, ja, ATR, SL. Ich glaube, das machen wir lieber mal irgendwie. Also Nico fragt hier, wie man den SL nach dem ATR setzen kann. Ja, da gibt's sogar ein Add-on for free, was da dabei ist. Hier nicht zu früh. Ich sagte nicht zu früh. Jetzt bin ich hier mit 20 Kontrakten drin. Das ist eine gute Idee, da habe ich jetzt auch so. Naja, wir werden es rausfinden. Da gibt es ein Add-on, was halt eben dabei ist beim Stereotrader und womit man das halt nach der ATR alles steuern kann. Also auch irgendwie Risiko, Positionsgröße, alles am Stück. Da muss ich aber selber nochmal irgendwie ein bisschen ausholen und nachgucken. Ja, ich sage ja, ne? Bei dem mit meinem Händchen heute, also was heißt meinem Händchen? Also mit dem Pech heute könnte es jetzt wirklich noch sein, dass wir jetzt doch noch die 822 abholen. Ich jetzt hier erstmal rausfliege und dann den Trade um nach 10 Uhr dann alleine machen muss. Das kann leider sein. Ne? Das kann leider sein. Ich bin jetzt auch hier mit 20 Kontrakten irgendwie gerade drin. Ich würde, ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt nicht live wäre, also nicht hier im Webinar, ich würde wahrscheinlich diesen da machen. Und würde mich hier irgendwie zur Hälfte ausstoppen lassen und da unten nochmal rein und würde den aufbauen bis auf 50. Ja. Und ich will es jetzt hier nur nicht unbedingt als Vorführeffekt im Webinar so machen. Ja. Deswegen wäre ich da, würde ich dann tatsächlich dann wahrscheinlich eher rausgehen, falls er jetzt irgendwie noch einen Sprung nach unten macht. Ich lasse den SL jetzt mal kurz hier ein bisschen weg, muss mir das genau angucken, ob das jetzt noch irgendwie Sinn macht.
oder nicht. Noch ist soweit ja gar nichts passiert. Wir stehen hier irgendwie über der Eröffnung, irgendwie so ein paar Punkte um 10 vor. Aber wenn das jetzt halt irgendwie echt jetzt hier runterkommt, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es halt eben so. Da muss ich mich da irgendwie später nochmal irgendwie umgucken. Aber dann war das halt irgendwie nichts. Ja. Vor allen Dingen, also, dass jetzt hier dieses Hoch, dieses super markante Hoch bei einem Sentiment von irgendwie, jetzt wo ich hier gerade sehe, minus 40, da halt irgendwie jetzt auch schon irgendwie 50 Punkte überhaupt reagiert hat, finde ich, keine Ahnung, macht mich sehr traurig. Da muss man halt einen Zweier dann auf die Amis heute Nachmittag warten. Geht da nicht. Aber jetzt hier noch Klassiker. Also Struktur gebrochen und geht direkt einfach weiter und schickt auch nichts mehr hinterher, sondern fällt jetzt einfach nur in der Gegend rum. Der Markt will mich heute ärgern. Das ist eben so. Und damit muss ich aber irgendwie klarkommen. Und dann im Zweifelsfall dann halt eben die Amis schnappen heute Nachmittag, wenn hier die Deutschen keinen Bock haben. Aber wenn man das jetzt über den Morgen halt irgendwie verteilt fortsetzen möchte, ne, wäre mein Rat halt wirklich, also ohne jetzt hier eine Empfehlung, eine echte Empfehlung zu geben, aber hier das Ganze mit diesem Cluster im H1 abzustimmen. Das heißt, bis 786 runter sollte man die ganze Nummer dann, glaube ich, schon aushalten können. Und dann halt irgendwie oder bis maximal auf die 774 hier diesen Peak. Und dann dort versuchen, die Longs halt entsprechend einzutüten. Ne? Jetzt guck dir diese Schweinebacke an. Die Longs dann dort halt entsprechend einzutüten, dann halt aufzubauen. Ne? Wenn man das halt eben so machen will. Und weil das die Geschichte jetzt einfach so short geht, hier mal ein bisschen, ja, ist okay. Aber insgesamt glaube ich irgendwie nicht. Ne? Also, ja, sorry. Das ist irgendwie, ist nicht mein Markt. Das ist eindeutig nicht mein Markt. Könnte ich irgendwie gerade echt so ein bisschen. Es war all die Tage, ich habe es ja regelmäßig in der Facebook-Gruppe gepostet, so einfach. Ne? Und aber das hier ist einfach nur. Nee, nee, aber gut, so ist es halt. Ne? Es gehört auch zum Live-Trading dazu, dass man halt eben Tage hat, die halt einfach Mist sind. Und so, jetzt sind wir natürlich hier, guck, jetzt schafft er das plötzlich ganz gechillt, da halt irgendwie. Das Problem, was ich jetzt hier aber habe, ist, dass der natürlich jetzt erst schon oben versucht hat und oben jetzt eins auf den Deckel kriegt. Ne? So, und der richtige Weg wäre natürlich gewesen, erst mal runter und dann rauf und nicht so rum. Und jetzt kann es nämlich hier tatsächlich passieren, dass die ganze Geschichte einfach mal hier durchkippt, ne? Und dass wir dann jetzt auch gleich noch unter, ich mache den mal kurz noch mit, unter der 822 dann schließen und dann kriegen wir genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, nämlich einen Short morgen und am Nachmittag dreht die Geschichte dann vielleicht wieder um. Ist denkbar, ne? So, und so wie es aussieht, sieht es genauso aus. Ja, toll, ne? Nee, komm, ich verziehe hier gar nichts mehr. Also, warum bewege ich den hier gerade? Also, ich mache den nochmal weg, der gefällt mir nicht. Wegen dem, also Risiko nochmal raus. Hier wegen dem SMA 20. Aber das hier ist doch so, ey, ich muss hier wirklich aufpassen, dass ich nicht ausfallen werde. Auf den letzten Drücker, ne? Auf den allerletzten Drücker macht er das jetzt. Ganze Zeit wartest du auf Wohler, da kommt einfach nichts und dann kommt so mit Kritzeln. Hä? Wo war ich denn im Gewinn? Also vorhin mit dem ersten Long, das waren fünf, fragt der Josef hier, das waren vorhin irgendwie 5 Punkte. Noch nicht mal, glaube ich, wo der da oben irgendwie ins Plus gelaufen ist. So also ein bisschen mehr brauche ich ja halt schon, ne?
So, das heißt also, wir haben hier so Minimalreaktionen irgendwie gerade. Hey, guckst du das, das ist doch echt. Ja. Rauf, runter, rauf, runter. Cool. Ja, bei 821 Long, ne? Also es ist zu spät. Also es ist einfach, wie soll denn der die Kerze noch irgendwie nach grün kriegen, ne? Also Long sieht es natürlich ein bisschen doofer aus als vorher, weil also der Entry war ja halt hier. Aber das ist nicht geil. Das ist echt nicht geil. Ja, ne, hier, also da sind wir jetzt auch schon an dem Bereich hier an der 15.800, also hier beziehungsweise am SMA 20. Und da habe ich ja gerade gesagt, ne, sollte man sich im Laufe des Vormittags, ja, jetzt macht er natürlich hier um 5 vor 10 so eine beknackte Bewegung. Also, ich gebe den nochmal ganz kurz rein. Wie gesagt, ich würde den normalerweise, wenn ich jetzt hier irgendwie nicht live wäre, ich würde den komplett bis darunter aushalten und aufbauen bis auf 50 Kontrakte und dann halt sehen, was passiert. Aber ich will hier auch jetzt keinen mit Zahlen erschrecken, ne? Weil hier Gap werden wir jetzt höchstwahrscheinlich zumachen. Und wenn nicht, ist gut, dann haben wir noch die Chance, hier noch ein bisschen raufzuziehen. Aber das ist doch echt ein Gag hier, ja. Das ist also, sorry, ärgert mich. Finde ich einfach nur für den Arsch. Also solche Bewegungen halt einfach, ne? So irgendwie komplett in alle Richtungen, irgendwie alles gezerrt. Und irgendwie in alle Richtungen, alle rausgekegelt. Ich hätte vor allen Dingen nicht irgendwie ja, Kommentar. Sage ich gleich was dazu. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das ist so ein einfacher in alle Richtungen irgendwie da halt und vor allen Dingen da halt dieses Hoch vom Freitag, das so simpel irgendwie. Das ist eigentlich eher so untypisch für den Kollegen hier, ne? So. Mal gucken, kriegen wir jetzt hier ein paar Punkte oder will er jetzt hier allen Ernstes da unten durch? Also, was er nicht schaffen wird, das behaupte ich jetzt zumindest mal, dass man damit noch was anfangen kann, ist halt hier mal einfach so durchlaufen, da unten schließen und dann einfach weiterfallen. Wenn wir jetzt hier keine Reaktion kriegen, kriegen wir sie da unten drunter. Spätestens. Und so, ich habe ja gesagt, so, ich bin immer so ein Fan vom SMA 20, auch eben, wenn der eine gewisse Richtung irgendwie anzeigt. Und ich bin überhaupt kein Fan übrigens, ne, das habe ich ja auch schon irgendwie ein paar Mal gesagt, davon. EMA, meine Güte, EMA 200 M5, der kann nichts außer irgendwie den Markt irgendwie aufhalten und aber weder reagieren noch durchziehen noch sonst irgendwas. Ich sehe, das Einzige, was ich immer feststelle, ist, dass der Markt da irgendwie anfängt, komische Sachen zu machen. Und der ist natürlich, wir haben hier einen kleinen Timeframe und klar ist der immer irgendwo mit im Spiel, aber das ist hier eine Stunde, hat ja wohl eine andere Aussagekraft. Und ich finde hier tausend andere Gründe, warum der hier bremst. Und einer ist halt eben der SMA 20 auf die Stunde bezogen. Das andere war hier die Extension, die man halt gesehen hat. Und ne, übrigens hier auch SMA 20 im Daily. Ich glaube, das hat alles ein bisschen mehr zu sagen als der EMA im M5. So, also hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch so einen Afterburner nach unten oder auch nicht. Und sollten aber zumindest wieder in die Mitte zurücklaufen. Also das heißt hier irgendwo so die 834 auch genau an diese Stelle, wo halt hier die Struktur gebrochen wurde. Das sollten wir zumindest mal schaffen, dort hier nochmal zurückzukommen. Und da muss man halt gucken, ob man das Ding dann halt gedreht kriegt. Wir können ja mal noch irgendwie im Moment da bleiben und uns das irgendwie mal angucken, ob das was wird oder ob das einfach wirklich
nach unten rausfällt. Das fände ich natürlich echt sehr, sehr schade. Aber auf der anderen Seite überlege ich jetzt natürlich auch, was habe ich falsch gemacht? Ich frage euch, was habe ich falsch gemacht? Frag mal, genau. Ich bin mal ganz Ohr. Was hätte ich besser machen müssen? Kommt, haut einfach raus. Alles gut. Könnt mich jetzt, jetzt habt ihr die Chance, mich runterzumachen. Nein, nicht runterzumachen. Aber was aus eurer Sicht, was stimmt nicht? Jetzt aber nicht vergessen, ne, dass ich halt irgendwie ja natürlich auch einen anderen Ansatz habe, sondern es geht ja eher so um die. Falsch nicht, möchte ich meinen, nur verbohrt in eine Richtung gerade. Ja, klar. Ich bin im Daily, ne? Ricardo, ne? Ich bin im Daily. Also ich handle grundsätzlich, also ich suche mir meine Entries zwar im kleineren Timeframe, aber ich handle eigentlich den Daily. Ne? So, von daher, wenn man sich den mal anguckt, wenn man sich das da mal vorstellt, das wäre der M5, würde man da Short gehen? Hm. Ja, ich mache mal ganz kurz hier. Was? Ich bin noch da. Okay. Der Andreas fand meinen Ansatz schlüssig. Beginnen mit kleiner Position. Ja, ich bin ja. Also. Ich habe ja am Anfang gesagt, ne, das also schreibt nee, wo ist er? Der Anu mit kleiner Position. Ich habe ja am Anfang gesagt, bitte nicht von der Positionsgröße beurteilen lassen. Das ist hier tatsächlich jetzt eine kleine Position, ja. Bei dem Konto. Die Preisaktionsgruppe hätte es an der H1 Widerstand vorsichtiger sein müssen, sonst höre ich immer Schlusskurs. Ja, genau. Ist exakt am H1 Bollinger. Oh, da kommt aber auch immer drauf an, ne? Was im H1 Bollinger? Das ist im M5 angezeigt. Okay. Hä? Gut, verstehe ich jetzt noch nicht. Ja, Reaktion am Freitagshoch war klar aus meiner Sicht. Schreibt AA. TVK im Gewinn, das sehe ich leider gar nicht. Also nicht mit 5 Punkten. Ne, kommt hier auch. Also ich lese mir das jetzt alles mal durch und versuche das halt hier mal auszuwerten. So, du meintest recht früh, dass die M5-Struktur kaputt ist. Ja. Jein, ne? Also da habe ich zur M5-Struktur. Das war ja die Geschichte hier oben. Da habe ich ja gesagt, so irgendwie ein kleiner Bruch reicht nicht. Ne? Das war ja der hier. Und unter dem bin ich ja reingegangen. Also hier in dem Bereich bin ich ja reingegangen. Dann hat er aber direkt den nächsten hinterhergezogen. Okay, den Fehler sehe ich jetzt nicht. Was? Vielleicht gestern ein Altbier getrunken, schreibt der Ansgar. Ansgar, verdammt. Ich direkt drauf kommen müssen, dass das die plausibelste aller Begründungen ist. Nein, nee, nee, Quatsch. Hedge, nein, ich hedge nicht. Zwecks richtig oder falsch? Letztens hat es ja einen Plan gemacht. Ja. Also, ja, nein, ne? Das Ding ist, also ich weiß für meinen Teil eigentlich, was ich falsch gemacht habe, aber ich will trotzdem mal wissen, wie ihr das seht. Also ne, es nutzt ja nichts, auf den Markt zu schimpfen. Man muss sich ja selber reflektieren und dann halt irgendwie gucken, was man das nächste Mal besser machen kann. Ne? Alles Hinak. Was ist denn Hinak? Fitch hat Australien. Nö, sowas gucke ich nicht. FIBO-Servin, nein.
Wenn du keine Fibos. Also, weil ich finde halt immer, Fibos geben dir keine Aussage darüber, ob es jetzt ab da rauf oder runter geht. Das ist immer mein Problem mit Fibos. Die sind immer super, dann irgendwie auch, um nachher zu gucken oder halt auch um Ziele zu bestimmen. Okay, ja. Aber als Reaktionspunkte. Wie lange manage ich den Trade? Ich würde den jetzt schon durchhalten. Also das heißt, ich sitze den jetzt nicht aus, ja, sondern ich gucke mir jetzt an. Also ich habe ja gesagt, gehe ich mal kurz darauf ein. Ich will hier nochmal in die Mitte zurück, ne, hier an diese Stelle, wo es da halt an diesen letzten Dip von unten. Und da überlege ich mir, ob ich das Ding short drehe, weil in meinem Ansatz, das wäre jetzt der nächste Fehler, den ich nicht machen darf. In meinem Ansatz heißt das nämlich ganz klar, 822 von unten ist jetzt hier eigentlich Short. Ne? Das heißt, ich muss jetzt hier, können wir jetzt hier überlegen, das Ding auch auf Short zu drehen. Ich vermute aber, wir kriegen so ein bisschen Übertreibung als Reaktion nach oben. Hier das Vortageshoch sollte ja nochmal versuchen zu kaufen, wird aber nicht funktionieren. Höchstwahrscheinlich. Und das heißt, ich würde versuchen, hier oben irgendwo Short zu drehen. Ja? Mit einem kleineren Verlust ja dann an der Stelle. Ich bin nicht der Meinung, dass der jetzt ab hier long geht. Ich meine, gut, so wie ich mir den DAX heute angucke, ist alles möglich. Ich bin nur der Auffassung, dass der jetzt halt hier so ein bisschen nach oben geht. Ja, so irgendwie bis kurz vor die Eröffnung oder auch bis an die Eröffnung und dann halt eben die Nummer dreht. Das heißt, also hier in dem Bereich würde ich das Ding anfangen zu drehen. Ich sitze den nicht aus, weil für mich ist long kaputt. Was jetzt aber noch dafür spricht, warum wir noch ein bisschen nach oben laufen sollten, ist eben halt. Hier, ganz blöd, mal wieder der SMA20 steigend im H1. Der sollte schon noch so ein bisschen nach oben schieben. Der kann natürlich auch ganz nach oben schieben, das ist auch klar, ne? Wenn Short dann jetzt, theoretisch ja, bei der 822, aber er drückt ja hier jetzt erstmal gerade und bewegen uns nur hier so in dieser letzten dickeren Abwärtsbewegung, auch hier im M5. Und die Übertreibung wäre hier oben bei der 840. Das sollte eigentlich schon noch drin sein. Deswegen warte ich da jetzt auch mal kurz. Es wird ein sehr langes Webinar, aber gut, so ist es halt. Ne? Ich finde aber schon auch irgendwie, ja, Dirk, du wolltest unbedingt einen Trade machen. Das ist auch richtig. Das ist ein sehr guter Punkt, schreibt der Thomas. Ja, ne, das ist natürlich auch immer so der Ehrgeiz, der auch schnell mal irgendwie falscher Ehrgeiz sein kann. Da muss man immer aufpassen. Es könnte nur tatsächlich sein, dass ich gleich aufstehen muss, mir mal einen Schluck Wasser holen muss. Mein Glas hier ist nämlich leer und ich habe ein bisschen trockenen Hals. Also. Also, ich lese mir das kritisch durch. Also, pass auf. Meine Betrachtung auf mich selbst ist die, weil er hier unten nicht tief genug aufgesetzt hat und weil er die Bewegung nicht runtergemacht hat. Ich habe es ja vorher noch gesagt, da kann ich irgendwie, komme ich nicht klar drauf. Das war eigentlich der entscheidende Satz, komme ich nicht klar drauf. Das wäre dann eigentlich die Stelle gewesen, wo ich hätte sagen müssen, du kommst nicht klar drauf, ja, geh mal einen Kaffee trinken und guck mal von irgendwie von einer anderen Perspektive auf den Markt und guck dir das mal nochmal genau an und überdenke mal, was du da tust. Das war aus meiner Sicht mein Fehler. Ne? Mit dem Freitagshoch. Ja und nein. Ne? Also er typisch wäre eigentlich halt, ne, da reden wir hier unten über die Geschichte, da fehlt ja noch ein kleines Stück. Und typisch wäre eigentlich gewesen, wenn er versucht hätte, darüber rauszukommen, ja, und dann irgendwie so zwei, drei Punkte drüber. So, hier würde ich jetzt tatsächlich noch irgendwie einen dazugeben. Und dann halt so ein paar Punkte darüber sich versucht. Und dann scheitert. Das wäre eigentlich eher typisch gewesen, ja, dass so, dass man halt irgendwie guckt, wie weit drückt er da oben durch und wo ist dann Ende und dann kommt eben die Reise rückwärts. Aber dass der kurz davor scheitert, ist, so doof es klingt, für den DAX eigentlich ungewöhnlich sauber. Und deswegen, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, das hochzuschorten. Im Leben nicht. So, das ist von daher, eigentlich nicht jetzt der Ansatz, den ich unbedingt da halt gut finden will oder als Kritik da halt irgendwie bei mir hier mit einbaue.
So, komm, jetzt gib mir noch einen Schuss nach oben. Bisschen was wird dir wohl noch gehen. Ja, aber generell habe ich ja gerade gesagt, muss jetzt aufpassen, dass ich nicht den nächsten Fehler mache. 822 unterboten mit einer roten Kerze ist ein Short-Signal. Ja. Aber hat natürlich jetzt auch irgendwie noch 15 Minuten Zeit, das Short-Signal da halt irgendwie dann auch fertig abzuarbeiten. Ne? Von daher gehe ich mal davon aus, dass das jetzt hier schon noch richtig ist, mal noch abzuwarten und nicht direkt dagegen zu halten und dann lieber versuchen, irgendwie ein bisschen höher zu drehen. Ideal wäre natürlich jetzt hier ganz klar, ne? Point of Control, VWAP da oben. Das wäre halt schon irgendwie besser, der Ansatz. Ja, Nelson, bist du noch da? Ja, natürlich. Hast schon die Bibel rausgeholt? Nein, nein, aber ich werde dich natürlich jetzt in der Phase jetzt nicht unterbrechen oder stören. So. Es ist das Donnerstagshoch. Ja, genau, Donnerstagshoch. Hat mir der Heiko hier gerade noch geschrieben, richtig. Also es ist nicht das vom Freitag. Aber ich muss tatsächlich irgendwie, ich muss kurz irgendwie mir einen Schluck Wasser holen. Sonst bin ich ja gleich nur noch am Husten. Ich mache mal das Bild nochmal kurz aus. Der Nelson kann ja vielleicht ein bisschen was erzählen. Ich bin in einer Minute wieder da. Immer so leicht gesagt, erzähl doch mal einfach mal was. Ja, muss ich eine lange Geschichte jetzt erzählen? Hast ja einen langen Weg. Aber ich freue mich tatsächlich, dass noch so viele online sind. Hier bei uns über die Software und auf YouTube, glaube ich, auch noch so viele. Also vielen Dank auf jeden Fall für das Interesse und ja, auch wenn der Markt heute entsprechend so ist, wie er ist. Also, ich bin ja auch nicht ohne Grund hier, wenn Fragen zu FX Flat sind, dann natürlich auch sehr gerne hier reinstellen. Und ansonsten ist ja Dirk Gates wieder da. Ich soll was über die Kapitalsteuer erzählen. Ich glaube, da haben wir auch hier bei uns bei FXLet, auch unserem YouTube-Kanal, schon sehr viele Webinare dazu auch schon gemacht mit Steuerberater. Und ja, ich würde jetzt nichts Neues dazu erzählen oder sogar besser als der Steuerberater. Von daher gerne mal reinschauen. Ist wirklich sehr ausführlich. So, mit frischem Wasser bewaffnet. So, mal gucken. Also ein bisschen gucke ich mir das hier noch an. Ich würde das schon gerne hier im Webinar auch zu Ende. Ja, wie gesagt, man hört den Nelson sehr leise, ich weiß. Das ist hier ein technisches Problem, weil das nur über mein Mikro übertragen wird vom Lautsprecher und das ist natürlich leise. Oh, Kollege, jetzt zieh doch mal kurz hier rauf. Kann ja nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein, hier mal kurz irgendwie an die Eröffnung nochmal zu ziehen. Ein Spritzer nach oben. 840 Point of Control, irgend sowas in der Richtung. Und dann bin ich ja schon zufrieden. Ja, so ist das halt, ne? Das ist eben live. Wenn der Markt dann irgendwie auf den letzten Drücker irgendwie dann halt in die Gegenrichtung auflöst, die man halt eigentlich möchte, ist es halt so. So. Mal gucken, es ist natürlich auch so ein bisschen riskant, natürlich jetzt hier nochmal irgendwie die Position zu verlängern, aber man sieht, ich mache es ja auch zaghaft, ne? Ich halte hier nicht einfach nur komplett so dagegen, sondern ich gucke ja schon, was treibt der. Und ich sehe halt hier im M2,
dass wir uns die ganze Zeit hier auf dem VAL abstützen, also Value Area Low. Und das müsste eigentlich zur Folge haben, dass wir in die Mitte zurücklaufen, also zum Point of Control. Und ungeachtet aller Kerzen, die wir halt hier jetzt irgendwie sehen, weil hier unten das Volumen jetzt irgendwie gerade ausgeht. Ne? Und deswegen baue ich jetzt hier noch mal eine dazu und versuche dann jetzt mal ein Stück weiter oben rauszukommen. Vivo, ne, es ist gar nicht der Vivo. Doch, nee, ist er nicht. No, einfach nur so ein paar Punkte rauf. Wie gesagt, ich will ja eigentlich nur in die Mitte da oben. Und eigentlich sollte das doch gelingen. No, war das jetzt der Grund, warum ich halt hier so in kleinen Margen halt jetzt in kleinen Chargen, nicht Margen, in kleinen Chargen halt hier Positionen dazu baue. Und dann halt eben mal sehen, ob man da oben rauskommt. So, der DAO hat auch Ähnliches gemacht, auch ein bisschen unschön hier geschlossen. Aber es könnte halt eben jetzt halt wirklich dazu führen, dass wir halt jetzt wirklich halt am Morgen erstmal eher short unterwegs sind und dann halt eben zum Nachmittag die Geschichte umdrehen. Mal gucken. Also. Was man halt auch irgendwie nicht machen sollte, ist das Ding jetzt halt hier irgendwie aussitzen. So, gib mir noch einen kleinen Schub. Paar Punkte müssten eigentlich noch drin sein. Ah, übrigens, dass ich die Fibos nicht habe, stimmt gar nicht. Die habe ich ja hier drin, ne? Also Intraday-Fibos. Das sind hier die kleinen blauen Kollegen. So, das heißt, wir stehen jetzt erstmal nochmal kurz hier im ganz kleinen Timeframe im M2 über dem Vortageshoch. Ne, sind jetzt halt, ich habe ja gesagt, ne, von der Size irgendwie bitte nicht beeindrucken lassen. Oder auch nicht verängstigen lassen oder wie auch immer. Aber das passt hier zum Konto. Mache ich normalerweise nicht in Webinaren mit solchen Monster-Sizes da halt. Was heißt Monster, ne? Also es ist ja schon nicht gerade wenig. Aber da halt zu hantieren, aber okay. Also bis jetzt richtig da unten da mitzugehen. Jetzt muss es halt nur irgendwie vernünftig noch ein bisschen weiterziehen. Wir stehen jetzt aber hier halt auch und da muss man jetzt auch wieder genau hingucken, bevor man es halt hier übertreibt. Stehen an dem Widerstand. Haben hier auch genauso das Prinzip der Wirkungsumkehr wie im großen Timeframe. Das heißt, der kann jetzt hier ein Stück reinlaufen, sollte aber nicht einfach drüber laufen. Und deswegen wäre der Exit hier auch für meine Begriffe auch genau der richtige, beziehungsweise da oben sogar eine Drehung dann halt genau richtig. Und eben nicht da jetzt irgendwie davon ausgehen, dass der Markt jetzt ab hier noch großartig richtig long geht. Ne? Im Daily ist zwar alles in Ordnung, aber der hat aber auch noch Zeit. Der Daily. So, da kommen noch die paar Pünktchen. Teil nehme ich hier nochmal raus aus der Skalierung, weil ich nicht das Risiko einfach unendlich da halt machen will, sondern ne, schon mit Bedacht. Und wie man sieht, aus irgendwie 700 minus, die es ja irgendwie zwischendurch mal waren, sind wir jetzt bei 120. Ein kleinerer Verlust ist auch ein Gewinn. Oder ein verkleinerter Verlust. Aber es ist ja halt eben auch, ich finde das Thema Skalierung immer wieder interessant, weil es einfach halt, das ist ein Game Changer. Also wenn man das halt richtig macht und wenn man das hinkriegt, kann man damit unfassbar viel rausreißen. Man darf aber eben nicht einfach verbilligen, ne? Und dann irgendwie die Bibel rausholen und Wünsche ans Universum senden oder was auch immer, ja? Das funktioniert nicht. Sondern man muss das halt schon mit Bedacht machen.
Was sei es? 100 Kontrakte? Nein. Was ist die Die maximale Handelsmenge im CFD war hier gefragt. Im CFD beim 1000? DAX 500. Was? 500, okay. Christian, dürfen wir hier nicht beantworten. Aber vielleicht schreibt ja der Nelson ja privat was dazu. Also ich kann, darf da natürlich auf keinen Fall was zu sagen. So, also, ach, es wird wieder ein Lehrstück des Risikomanagements. Ich hätte ja mal hier öfters auch gerne mal Lehrstücke des Tradings und nicht immer nur Risk Management. So, machen wir den auch raus. Jetzt bin ich noch mit 10 drin. Verlust ist fast bei 0. Und hier oben bei der 43, wir sind jetzt auch hier am Point of Control, ne? So, wir sind bei 0 eigentlich. So, und ich würde hier auch tatsächlich jetzt anfangen zu drehen. So, also, der eigentliche Long ist quasi mit 0 zu Ende, ne? Okay. Also, kein Verlust, obwohl der Markt sich komplett gegen mich bewegt hat. Das hier ist jetzt ein neuer Trade. Und auch der hat jetzt natürlich auch wieder ein eigenes neues Risiko. Das ist halt auch klar. Aber der Trigger ist für mich hier der Schlusskurs im H1 eben unter der 822. Der kann jetzt hier sich natürlich so ein bisschen nach oben drücken. Ob der aber halt jetzt wirklich hier dann nach oben wegläuft, weiß ich nicht, ne? Aber damit sind vor allen Dingen alle Fragen beantwortet. Warum wir jetzt hier noch dagegen halten? Warum wartest du? Worauf wartest du? Und so weiter und so fort, ne? Gut. Alright. So, gut. Also ich mache das Webinar jetzt hier zu. Wie gesagt, den hier mache ich neu. Den Long Trade betrachten wir als plus minus null und als Lehrstück für Risk Management und Skalierung, aber leider kein geiles Trading. Also von dem, wie ich den Markt da halt irgendwie gesehen habe. Ne? Also wird schon noch im Laufe des Tages werden, nutzt aber jetzt fürs Webinar halt hier nichts mehr. Aber so ist es halt, das ist live. Ne? Und das ist eben so, dass man, der Unterschied zwischen den Dingern, die man im Nachhinein halt irgendwie zeigt und wo alles toll ist, und eben hier dann, so läuft es dann halt live. Und da muss man sich manchmal damit mit Sachen auseinandersetzen, auf die man gar keinen Bock hat. Und dann halt eben auch gucken, wie man damit klarkommt und ob man einfach die Reißleine zieht oder ob man einen Grund finden kann, zu skalieren und sein Risiko zu managen. Und das habe ich ja, ich habe hier Letzteres jetzt ja auch gemacht. Und ich glaube, das war auch ziemlich gut. Da lobe ich mich jetzt mal selber. Aber ich glaube, das war schon alles richtig. Ja, und man hat ja auch gesehen, das war ja nicht einfach so billigt und aussitzen, sondern ich habe mir das ja dann trotzdem auch genau angeschaut, was er gemacht hat und mich dann darauf jetzt auch eingestellt. Es ist sogar noch ein paar Punkte höher gelaufen, als ich dachte, noch irgendwie 5 Punkte höher. Und hätte ich, aber das ist ja okay. So, das passt ja. Ne? Da könnte man jetzt auch sagen, ja, hätte er dann einfach drin bleiben können. Nee, nee. Weil der Trigger für Short, der ist weg, ja, für Long, der ist weg. Und da kann ich nicht irgendwie da sitzen und sagen, ja, ich hoffe jetzt mal, dass er noch 5 Punkte höher läuft, wenn ich gar nicht weiß, wohin und warum. Ne? Gut, also alles sehr lange gedauert. Ich hoffe, man konnte ein bisschen was lernen, mitnehmen. Und Glückwunsch an alle die, die einfach heute Morgen long gegangen sind. Ich habe den Entry nicht gefunden. Und das war, wie gesagt, ich habe ja vorhin gefragt, welcher Meinung seid ihr? Was war mein Fehler? Das war für meine Begriffe auch ganz klar mein Fehler, dass ich gesehen habe. Da stimmt was nicht, ne, mit dem üblichen Ansatz. Und das hätte eigentlich so das Zeichen sein müssen, so, lieber genauer hingucken, lieber nicht machen. Gut, alright. So, ich hoffe, oh, ich kriege hier Tränen in die Augen, weil mir ist kratzt es so dermaßen im Hals. Ja, das ist hier immer irgendwie trockene Luft oder was. Ich weiß nicht, was ich hier immer mache morgens. Also, nochmal, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Das war mal wieder ein sehr challenging Live Trading. Also ganz schön herausfordernd.
finde ich, man kann es sich nicht immer aussuchen, aber so ist es halt, gehört dazu. Muss man auch mit klarkommen, der Markt ist nicht immer nett. So, aber trotzdem muss man sie nicht immer in den Allerwertesten treten lassen, nur wenn der Markt mal nicht nett ist. No? Gut. So. Ich bin gerade ein paar Religionsgemeinschaften beigetreten. In den Kommentaren, ihr seid super, echt, ey. War toll, ich bin jetzt zwar Kettenraucher und Alkoholiker, aber war super. Hammer, ey. Ja, ey, das sind doch Kommentare, das finde ich immer richtig, richtig klasse, ey. Christian, jetzt ist Zeit zu singen. Nee, hatte ich jetzt nicht vor für heute, keine Sorge. Ich werde euch noch lange Zeit nerven, das ist zumindest mein Plan. Gut, so, also, alright. Dankeschön fürs Dabeisein. Sehr lange, sehr kompliziert, sehr anstrengend. Trotzdem mit einem positiven Ende oder neutralen Ende oder wie auch immer. Und ja, das letzte Wort hat sehr gerne der Nelson. Da stöpsel ich ja glatt vorher mein Mikro ab und gebe ihm das hier einfach über den Lautsprecher, damit man ihn wenigstens hört. Also natürlich danke an den Nelson, dass er hier so lange durchgehalten hat. Auch an FXLED fürs Präsentieren, an die Zuschauer bei YouTube, an den Andreas fürs Streamen bei Fit for Finanzen, an alle Teilnehmer über GoToWebinar. Ich freue mich aufs nächste Mal, so oder so, heute Abend. Ja, dann nochmal in meinem Blog, YouTube-Kanal gerne abonnieren. Ihr kennt das, einfach auf die Glocke drücken, weitererzählen, Video liken und dann seht ihr das heute Abend nochmal, beziehungsweise morgen dann in der üblichen Form, dann bei Facebook in der Gruppe Traders Club Stereo Trader oder eben auf meiner Blogseite dirkhilger.de. Holt euch den Stereo Trader, ganz klar. Und machen Konto bei FXLED. Und das letzte Wort hat sehr gerne den Nelson. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute, fürs Durchhalten, fürs Fluchen, für die Informationen. Aber so viele Worte hast du gar nicht mehr übrig gelassen. Du hast alles gesagt. Vielen Dank an alle, die hier bei uns dabei waren, YouTube und natürlich Twitch. Danke, Andreas, nochmal für die Übertragung. Und ja, wir hören und sehen den Dirk, wenn alles gut geht, wenn Gott will, am Freitag schon. Dann haben wir NFB. Ja, hat, weiß er noch nicht. Jetzt Genau. schon. Ja, nur wenn das Ding so. Und ja, bis dahin wünsche ich natürlich noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und bis Freitag. Dankeschön. Ciao, ciao.